Heute in diesem Video. Wie ich das Tablet bedienen kann, ohne dass ich hier irgendwas rumfummel. Moin und herzlich willkommen zum Video. Also, das ist mein Tablet. Und normalerweise ist es ja so, ich zoome mal hin. Normalerweise ist er so, ja, man kann ja hier so Touch-Ding, ist er normal. So, jetzt will ich euch mal weiter was zeigen, was ganz Neues. Und zwar, wie ich das Tablet bedienen kann, ohne dass ich hier irgendwas rumfummel. Ich lasse es da hinten und mache hier eine tolle App auf. Und zwar, die App heißt Bluetooth Remove. So heißt sie, wartet. So. Ich muss ich einschalten. Na, so war es nicht gedacht. Muss ich einschalten. Sag mal, was ist denn jetzt los? Ah, zulassen. So, jetzt muss ich anschalten. Muss ich mein Ding auswählen. Habe ich schon gemacht, mein Bluetooth-Gerät. Tab A7 Lite. Einschalten. Und dann kann ich das Tablet bedienen, ohne dass ich hier rumfummel. So. Ich kann zum Beispiel hier mit den Pfeilen rüber switchen. Und dann sehen wir hier, warte mal. Dann sehen wir hier gleich. Wartet. Ah. Mal kurz, muss ich auch Ding anmachen? Ganz vergessen. Bluetooth. Bluetooth ist das an. Ja, und jetzt kann ich nämlich per hier, Ding, ne, per Fernbedienung quasi rüberzappen, weil den muss ich nochmal verbinden. Ah, vergesse ich mal, jetzt ist es aktiv. Genau, dann kann ich nämlich hier mit der Fernbedienung rüberzappen, seht ihr das? Da bewegt sich so ein blaues Ding. Dann kann ich zum Beispiel auf YouTube gehen, und dann hier OK, und dann öffne ich die YouTube-App. Ohne dass ich Tablet berühre. Ja, das kann ich zum Beispiel hier oben. Gebe ich mal ein. Der neue Flo. Drücke hier auf OK. Und dann sucht er mir hier. Ja. Wenn es tut. Er hat neulich noch getan. Gut, dann tut es nie mehr. Egal, ich kann auf jeden Fall noch zusätzlich. Mache jetzt mal. Hier oben. Mäusle anschalten und dann sehen wir hier, ich kann hier das Mäusle bewegen, seht ihr das? Dann kann ich zum Beispiel da oben bei suchen, na, ah ne, warte, da unten muss ich drücken, kann ich dann zum Beispiel den Flow und dann hier das Video angucken. Kann man auch Lautstärke und so anmachen und aus. So. Genau, so. Kann ich auch auf dem Home-Ding. Bin da draußen. Ich kann auch den Bildschirm ausschalten. Also ohne, dass ich berühre. Warte, ich nochmal zurück. Sonst. So. Guck, kann zum Beispiel auch ausschalten. Warte mal. Genau. Na? Warte, mach den Maus wieder aus. Kann ich auch ausschalten. Und wieder an. Geht alles ganz easy, ja? Oder hier. Kann ich rüber zappen. Ist schon geil. Da haben wir quasi alles. Ja, irgendwie machen kann, ohne dass man das Tablet berührt. Ist doch schon cool, oder? Gut, ich kann es nehmen, oder ohne dass ich das Tablet berühre. Ich kann dann hier Einstellungen öffnen. Gut, ja. Genau. Das war's eigentlich schon wieder. Ich wollte nur sagen, dass das alles möglich ist. Wie gesagt, mit der App hier, Bluetooth Remove, kann man das machen. Ich brauche kein Internet, ich habe extra hier
als Beweis Ding ausgemacht, angemacht, Flugmodus, dass ich nicht denke, auch geht irgendwie über WLAN oder sonst was. Nee, wirklich nur über Bluetooth. Ist schon eine feine Sache. Ja, mehr gibt es auch nicht zu erklären. Ja, probiert einfach mal aus. Ganz lustig. Genau. Gut, das war's auch schon wieder. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal und ciao.